Alec Baldwins Frau Hilaria kriegt für ein Selfie einen schönen Shitstorm ab. Unser Bachelorette-Pärchen Anna und Marvin sagt, es zeigt Privates, zeigt aber gar nichts Privates. Und Brooklyn Beckham ist bald so hot wie sein Dad. Ich bin Laura und das ist die Bildbox. Wer auf Anhieb nicht genau weiß, wer Hilaria Baldwin ist, das ist diese etwas komische Frau, die Instagram fast täglich mit so komischen Alltags-Yoga-Posen zuspammt. Wobei man glücklicherweise sagen kann, der Nervfaktor hat ein bisschen nachgelassen, seitdem sie mit ihrem Mann Alec Baldwin, der muss ja leider auch bei diesem albernen Quatsch immer mitmachen, das zweite Kind erwartet. Seit Hilaria, also wieder schwanger ist, gibt's keine Yoga-Pics mehr, dafür aber die Dokumentation des Vorangangs ihrer Schwangerschaft. Und witzigerweise gibt's erst jetzt zu diesem Selfie den Shitstorm. Wie unfassbar langweilig diese Frau ist, sie sollte ihr Yoga nutzen, um sich gefaltet selbst in einen Schrank zu verfrachten. Zu privat für mich, du bist Mutter, zieh dir was an. Okay, auch wenn das mit dem Schrank ziemlich lustig ist, ich bin ganz klar der Meinung, gib Haters keine Chance. Was soll das? Einfach die Klappe halten, der Person, die einen nervt, nicht mehr folgen und gut ist. Vor allem in diesem Fall hätten wir nun wirklich alle was davon gehabt, weil die Baldwin das natürlich nicht auf sich sitzen lässt und eine neue Masche entdeckt hat. Stündlich postet sie jetzt unendlich Comments zu ihrer Verteidigung. Das haben die Haters nun davon. Anna und Marvin, unser total süßes Bachelorette-Pärchen, machen gerade über ihre Social Accounts Werbung für ein gemeinsames YouTube-Video. Titel Private Life. Oha, dachte ich, das ist gar nicht mal so uncool, die beiden Turteltäubchen in ihrer privaten Umgebung zu sehen. Die Länge vom Video, 9 Minuten 36, verspricht dann auch einiges und hält leider nichts. Ich zeig mal nur den Anfang. Hallo! Sag mal, haben die getrunken? Was ist das für ein Video? Von wegen Private Life hier. Alles, was die machen, ist über die erste Folge der neuen Bachelor-Staffel zu reden und zu kichern, als wären die 13. Mich hat das ganz viel Überwindung gekostet, das bis zum Ende zu gucken. Mit ganz, ganz vielen Fremdschämattacken. Ganz anders hingegen ihre Fans. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Voll das süße Video. Ihr seid so das süße Paar. Geschmäcker sind ja verschiedene. Wen ich hingegen sehr süß finde, ist Brooklyn Beckham, der älteste Sohn von David und Victoria. Der wird seinem heißen Dad nämlich immer ähnlicher und postete gerade ein Foto mit neuem Blondschopf auf Instagram. Und auch beruflich ist er mit 15 ja schon voll in Daddys Fußstapfen. Die Modeljobs fallen ihm förmlich in den Schoß und bei Arsenal ist der talentierte Kicker auch schon unter Vertrag. Daumen hoch, Brooklyn. Und das war's für heute schon. Morgen sind wir wieder da mit neuen aktuellen Themen aus der Promi-Social-Welt. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.